So, und um dann auf meinen Transfervorschlag zu kommen, da hat jemand untergeschrieben, er fände Armstrong ein wenig unrealistisch. Verstehe ich total. Aber ist ja noch nicht raus, dass wir den wirklich im Winter, also im Winter schon mal gar nicht. Im Winter wird so gut wie nichts gehen, außer eventuell punktuelle Verstärkung oder eventuell eine Leihe. Aber ansonsten wird im Winter nichts gehen. Aber Adam Armstrong hat jetzt, ja, der war, glaube ich, mal ein gutes Talent. Ist jetzt bei Blackburn Rovers in der zweiten englischen Liga. Sicherlich, der verdient viel und der würde teuer werden. Aber man muss gucken, wie man abschließt und was möglich ist. Ich weiß auch nicht, ob sein Vertrag schon ausläuft. Das müsste man dann auch nochmal genau gucken. Aber ich finde persönlich diesen Armstrong richtig cool. Und wenn es zu unserer Karriere passt, zum Verlauf unserer Karriere, also dass es in diesem Verlauf, jetzt mal ganz salopp gesagt, wir würden jetzt die Europa League Qualifikation schaffen, dann ist so ein Transfer meiner Meinung nach echt realistisch. Also man muss sich so spielen, der würde nie im Leben zu Union kommen. Man muss auch situationsbedingt den Realismus verfolgen. Wenn zum Beispiel Union Berlin jetzt in die Champions League ziehen würde, dann hätte man Kohle zusammen, um auch ein paar teurere Spieler zu verpflichten. Ich würde jetzt nicht sofort einen Ronaldo holen und so, aber ihr wisst, was ich meine. Realistisch spielen heißt nicht gleich, dass man nie teure Stars holen könnte. Man muss immer sehen, wo ist man in der aktuellen Karriere? Ist es für diese Situation realistisch? Wie würde man handeln, wenn man wirklich in so einer Situation wäre? Wäre das dann realistisch? Versteht ihr? Also so ist meine Auffassung von einer realistischen Karriere. Ja Leute, das eben Gesehene war ein Ausschnitt aus einer Folge meines FIFA 21 Karrieremodus mit dem 1. FC Union Berlin. Da äußere ich mich öfter mal zu solchen Themen, wie zum Beispiel einen realistischen Karrieremodus oder was aktuell sonst so gerade im aktuellen Fußballgeschehen abgeht. Von daher würde ich euch klar empfehlen, wenn es euch gefallen hat, schaut da gerne mal rein. Und wenn euch allgemein das Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann haut mal unten in die Kommentare, wie spielt ihr denn einen realistischen Karrieremodus in FIFA? Egal ob jetzt das aktuelle 21 oder die vorherigen Teile, würde mich mal gerne interessieren und mit euch darüber diskutieren. Wenn ihr mehr Karrieremodus von mir sehen wollt, mit mir, mit eurem Hansa-Fan, dann lasst doch einfach ein Abo da und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Macht's gut, ciao, ciao.